Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute sind wir auf dem vierten Tag vom Heuschnuckenweg. Also bleib dran. Der Abschnitt von Handelow bis Niederhaverbeck ist der größte Heidebereich der ersten Hälfte des Heuschnuckenwegs. Dieser Bereich ist 31 Kilometer lang und besteht aus zwei Etappen. Undelow bildet dabei die Mitte. Endlos lange Blicke über die weite Landschaft sind auf jeden Fall das Highlight. Auf der Freifläche ist unter Umständen natürlich mit Wind zu rechnen. Ich selbst bewerte diesen Teil als schöner als vom Buchholz nach Handelow, wobei der Bereich nach Buchholz für einen Tagesausflug mit dem Brunsberg und dem Büsebachtal besser ist. Relativ schweigsam, fast meditativ habe ich die Heide durchquert und werde euch etwas allein lassen mit den Naturbildern. Viel Spaß! Moin Leute, es ist die ganze Zeit mega windig, ja, deshalb versuchen wir mal Trick 17 und ich mache hier so eine kleine Windschutzfaust sozusagen um das Mikrofon rum und wir gucken mal, was passiert, ja, ob man mich dann im Endeffekt versteht. Ich bin die letzten 8 Kilometer nach Undelow nur durch Heide gewandert, also da ist ja nur Heide, da ist ja gar nichts anderes. Klar, außen drumherum sind die Wälder. Oh, das ist in dem Fall gerade so anstrengend, weil es so mega windig ist. Logischerweise irgendwie bei Heide, flache Fläche, ist ja windig. Und dann so mega kalt. Also wir haben so um die Null und mit dem Wind fühlt sich's an wie ja, minus 5 bis minus 10, irgendwo dazwischen. Ultra anstrengend. Ich habe mir Blasen gelaufen. Richtig nervtötend. Ich brauche irgendwie was Vernünftiges zu essen. Gerade ein bisschen Schoki gegessen. Ja, ich muss ja einkaufen gehen. Mein Wasser ist auch fast alle. Oh, naja, aber wunderschön da auf jeden Fall. Bestimmt mal im Sommer ein direkter Besuch wert. Ja, mit der Bahn hinfahren oder sowas. Geil war auch, dass die Rinder da frei rumlaufen auf dem kleinen Abschnitt. Das habt ihr ja vorhin gesehen. Wie die einen anglotzen immer, finde ich zu geil. Ja, und jetzt bin ich kurz vor Wilsede und in 4 Kilometern ist Niederhavebeck oder wie das heißt. Niederhavebeck wäre heute so ungefähr mein Ziel und dann morgen Bisping, so in dem Dreh. Ha, mal gucken. Ich wandere jetzt erstmal weiter. Meine Hände frieren gerade halb ab. Ah, Dreckswetter.
Ja, moin moin Leute, entschuldigt bitte den leichten Al-Qaida-Look. Es war draußen sehr windig, ich habe das noch nicht abgemacht. Eigentlich kann ich es mal langsam abmachen, aber es ist irgendwie auch gemütlich und warm so. Ja, wie war der Wandertag heute? Ich muss sagen, sehr anstrengend, weil ich praktisch nur durch Heide gewandert bin. Also nach Undeloh wandert man die ganze Zeit nur durch Heide und das ist mit einem fast orkanartigen Wind bei 0 Grad und dann gefühlt minus 5 Grad gar nicht mal so schön, wie es sich gerade anhört. Also ich muss sagen, es hat sehr an mir gezerrt heute. Ich habe auch zwischendurch teilweise einfach Musik gehört, um meine Motivation wieder ein bisschen hoch zu pushen. Ja, zwischendurch bin ich an Wieselde vorbeigekommen. Da habe ich dann meinen Bronzestecker bekommen, ja, weil ich 6 Stempel habe. Morgen will ich nach Bispingen weiter. Ja, da freue ich mich schon drauf. Sind jetzt dann von hier aus nochmal 16,5 Kilometer knapp. Ja, ich war heute Abend ein bisschen was essen, weil es hier nirgendwo einen Supermarkt gibt und auch der letzte Supermarkt, den ich gesehen habe, war in Handelow auf dem Heidschnuckenweg. Das heißt, da müsste man sich eigentlich eindecken, habe ich nicht gemacht. Ja, gut, jetzt habe ich halt hier was Kleines gegessen, ja. Und dann reicht das Essen für morgen wenigstens noch und dann spätestens in Bisping. Ist ja auf jeden Fall irgendwas, ne? Das ist ja eine größere Stadt, da fährt auch ein Flixbus und so weiter und so fort. Ja, an sich war der Wandertag sehr schön. Ich mochte es dann, die Rinder zu sehen, ja? Die da so ein bisschen freilebend sind. Klar, sie sind eingegattert, aber dort leben sie dann sozusagen frei auf einer größeren Fläche. Ich muss aber sagen, den Streckenabschnitt bei Wind im Winter würde ich niemandem empfehlen, der das genießen möchte, weil ich konnte es dann irgendwann nicht mehr genießen. Ja. Die Ausblicke, die Heidelandschaften, die waren fantastisch, aber ich wollte irgendwann nicht mehr anhalten, weil ich nur noch raus wollte aus dieser Ebene, aus dieser Tundra gefühlt. Ja. Deshalb, ja, so lala. Ne. Aber wenn man das einfach genießen möchte und die schönsten Ausblicke, die ich bis jetzt her hatte, haben möchte, dann sollte man einfach nach Wieselde fahren, ja, oder nach Undeloh und von Undeloh nach Niederwehrbruck oder Beck, wo ich jetzt gerade bin. Ja, alles klar. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich werde jetzt langsam mal schlafen gehen, ja, beziehungsweise mich in den Schlafsack einmummeln, ein bisschen Hörbuch hören, ja, den Tag nochmal Revue passieren lassen im Kopf. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach ein Like da, abonniere mich, dann verpasst du keine Videos mehr von der Heidschnuckentour. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss.